Für Ajax endete das Transferfenster sehr ereignisreich. Lucas Ocampos und Florian Grillitsch wurden noch kurz vor Ablauf der Frist geholt, um den erfolgreichen Start im September fortzusetzen. Beim 4:0-Sieg gegen Cambuur, sehr zur Freude von Trainer Henk de Jong, erzielte der eingewechselte Mohamed Kudus den entscheidenden Treffer. Es war gut, wir haben unser Bestes gegeben. Ich konzentriere mich nur auf den Fußball und den Club und gebe mein Bestes, damit die Mannschaft gewinnt. Als nächstes ging es gegen Heerenveen. Ihr Torwart Andriy Snopot hatte in seinen ersten 5 Ligaspielen nur ein einziges Tor kassiert, bis Ajax kam und 5-mal traf. David Klaassen brachte den Meister auf den Weg, als die Mannschaft aufdrehte. Sie haben Spaß und geben alles. Die Mannschaft hat sehr gut gespielt. Ja, es sah qua Feldspiel wieder sehr gut aus, fand ich. AZ hatte gegen Nijmegen Punkte liegen lassen, rehabilitierte sich mit einem 3:0-Sieg in Emmen. Alle Tore fielen in der ersten Halbzeit, das dritte durch Tijani Reinders. Ja, wir haben einen guten Start gemacht. Im Vergleich zu den letzten Jahren war das ein guter Start. Wir haben die NEC schnell vergessen, denn wir wollten hier ein Top-Ergebnis erzielen und das haben wir. Doch im nächsten Spiel in Twente gab es keine 3 Punkte. Und das trotz der Führung in der zweiten Halbzeit durch Odegaard. Aber der für Costa Rica spielende Manfred Ugalde sorgte nach seiner Einwechslung für einen Punkt für Twente. In der zweiten Halbzeit hat nicht viel funktioniert, besonders nachdem sie das Tor geschossen haben. Im ersten großen Duell der Saison hatte AZ Ajax zu Gast. Beide Teams waren noch ungeschlagen. Ajax hatte seine ersten 6 Spiele gewonnen und war seit Februar in 16 Ligaspielen ungeschlagen, sodass es keine Überraschung war, als Kudus sie nach 12 Minuten in Führung brachte. Aber AZ hatte andere Vorstellungen und nach einem Fehler von Divine Ranch erzielte Meestewit in seinem ersten Ligaspiel für AZ den Ausgleich. Schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sorgte Odegaard für den Siegtreffer und Ajax Siegeszug fand so in Alkmaar ein dramatisches Ende. Ich freue mich über den Sieg und mein Tor. Es war eine Teamleistung. Ich bin glücklich über das Ergebnis. Heute haben wir guten Fußball gespielt, Chancen kreiert, gut verteidigt, gut angegriffen und einen tollen Teamgeist gezeigt. Wir haben das Publikum hinter uns und alles hat geklappt. Ja, dann fällt alles zusammen auf so einen Mittag. Ja, sie haben uns überrascht. Wir müssen daraus lernen. Eine schwere Niederlage. Unnötig. Ist unnötig, finde ich. Nach einem fantastischen August stolperte die PSV Anfang September gegen ein Twente, das 3 ihrer ersten 4 Spiele gewonnen hatte. Und in Enschede, dank 2er Tore von Václav Černý, schon nach 7 Minuten die Kontrolle übernahm. Rustil konnte nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit den Anschluss für die PSV erzielen. Anwar El Ghazi, gerade frisch von Aston Villa verpflichtet, gab sein Debüt von der Bank, um vielleicht noch einen Punkt für die PSV zu retten. Aber Van Nistelrooys Team verlor am Ende mit 1:2. Wenn man sieht, wie wir nach der Pause spielen, war das gut und zeigt, worum es geht und was wir in der ersten Halbzeit vergessen haben zu tun. Wir hätten fast unentschieden gespielt, wir haben kein Gegentor mehr kassiert und so gespielt, wie wir sollten. Das haben wir in der ersten Halbzeit versäumt. Wir waren alle nachlässig und das ist schlecht, weil man dafür einen Preis bezahlt, man geht dann ohne Punkt nach Hause. Am folgenden Wochenende erlebte die PSV im Heimspiel gegen Waalwijk erneut einen schwierigen Nachmittag. Nach langem Hin und Her bekamen sie schließlich in der Nachspielzeit einen umstrittenen Elfmeter zugesprochen. Gakpo blieb cool und verwandelte zum Frust von RKC-Kapitän Michel Kramer zum Sieg. Vielleicht hat die PSV den Sieg verdient, aber wir wollten ein Ergebnis. Diese bekloppte Entscheidung hat uns das verwehrt. Das ganze Team will immer mehr. Heute hat's geklappt. Ich bin glücklich über den Sieg.